der Fasching. Aha. Mahlzeit, meine Lieben. Und willkommen zu Imkern von Anfang an Teil 95. Ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich so schnell wieder ein Video drehe, aber die Temperaturen haben in den letzten Tagen so einen Schuss gemacht. Heute, was habe ich gesagt, Teil 94? Nee, Teil 95 sind wir, ne? Teil 95, ja, auf jeden Fall. Ihr habt gerade gesehen, heute ist der erste richtig schöne Tag. Wir haben tatsächlich 14 Grad, wie auch schon in der Insta-Story vorhergesagt, kommt dann heute auch ein entsprechendes Video. Denn man soll ja die ersten Temperaturen nutzen, um die Völker entsprechend zu schieden. Das sieht mir hier gerade alles aus nach einem Reinigungsflug. Ja, denn auch die Damen nutzen, sag ich mal, das erste richtig schöne Wetter, die ersten warmen Temperaturen, um sich entsprechend zu entledigen. Die sind alle noch so ein bisschen konsterniert, alle so ein bisschen träge, die sitzen so ein bisschen gemütlich auf den Beuten rum. Da wird gerade frisch geschissen. Ja, das ist ein klassischer Reinigungsflug. Mal schauen, wie ich nachher aussehe, wenn das hier alles freigekackt ist. Ja, und mit Sicherheit kann sich jetzt auch jeder, aber absolut auch jeder, der nicht neu dabei ist da draußen, ich habe den Faden verloren, mit Sicherheit kann aber jetzt auch jeder, außer der neu ist, meine Frage beantworten, was heute ansteht. Denn wie immer im Jahr, wie immer, Bus kommt vorbei, wie immer bei der ersten Durchsicht steht bei meiner Betriebsweise, bei meiner Art zu imkern, gleichzeitig mit der ersten Durchsicht bei warmen Temperaturen das Schieden auf dem Programm. So, und eigentlich könnte ich jetzt aufhören zu reden und euch einfach weiter reden lassen, beziehungsweise mache ich einen Stummfilm draus, denn ihr wisst ja sowieso schon, was ich alles erzähle, denn dieses Thema, oh Gott, was ist es, das vierte Mal, das fünfte Mal, ich weiß es gar nicht mehr, erzähle ich, was ich mache, und es ist eigentlich immer das Gleiche, das ist angenehm, die sind richtig ruhig, die sind zart, langsam, nicht zu aufbrausend, ja, worum geht's? Jetzt ist immer für mich die Schwierigkeit, fasse ich das alles neu zusammen oder erkläre ich nur ganz kurz, worauf es bei diesem Thema ankommt, aber ihr kennt mich auch schon ein bisschen, wenn ich einmal anfange zu erzählen, dann ist es eigentlich so, dass ich komplett alles wieder Revue passieren lasse und alles versuche, genau so genau wie möglich zu erklären, aber Spinnen, ich versuche es kurz zu machen. Also, bei der Dant, bei meiner Betriebsweise, so wie ich, diese Völker händle, wird beim ersten warmen Wetter geschiedet. Das heißt, ich suche mir gleich beim Durchschauen, bei der ersten Durchsicht das Brutfeld und minimiere den Platz, ja, sag ich mal, des Volkes auf die Brutwaben. Das heißt, leere bzw. volle Futterwaben kommen dann hinter das Schied zum Leertragen, volle dreckige Futterwaben. Und die ganzen Brutwaben, die ich finde, sortiere ich zusammen. Flankiere dann noch zwei Futterwaben, die ganzen Brutwaben, die ich finde, habe ich Brutwaben gesagt? Auf jeden Fall meine ich die ganzen Brutwaben, die ich finde, packe ich zusammen, flankiere noch zwei Futterwaben, sodass dann die Königin ab jetzt einen beschränkten Raum bekommt zu stiften. Das Volk rückt alles ein bisschen näher zusammen, es wird ein bisschen wärmer gehalten, das ist so eine kleine Starthilfe und ich schiebe den Schieber rein, hätte ich vielleicht auch schon vorher machen können, aber das wird auch passieren. Was ich aber noch nicht mache, ist das Flugloch. Das Flugloch bleibt noch geschlossen, also in Mäuseschutzposition. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, da wollte ich euch doch gerade ein schönes Foto für eine Insta-Story machen. Kleiner Sidekick nochmal, kleiner Hinweis nochmal. Lasst mir ein Follow auf Instagram da, um auch nebenbei den ganzen Kram mitzubekommen, was ich da schnell mal hochladen kann. Auf jeden Fall bin ich jetzt, wollte ich ein Foto machen, ist Akku leer gegangen und jetzt habe ich kurz aufgeladen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte aber, glaube ich, sagen, dass es hier eigentlich schon relativ gut aussieht. Das Volk befindet sich schön hier in diesem Bereich. Ist auch sehr agil. Und jetzt liegt es daran, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Waben durchzuschauen und zu separieren. Ne? Brutwaben und Futterwaben. Schauen wir mal rein. So. Ich habe mir mal Schutzkleidung angelegt und Smoker angezündet.
Ich weiß nicht, wie die drauf sind, wobei die sehr ruhig drauf sind. Das Wetter ist halt noch, auch noch ein Tick zu kalt. Wir haben jetzt, was habe ich gesagt, 14 Grad. Jetzt haben wir mittlerweile vielleicht 13 Grad. Dass die hier wild umher schwirren. Aber trotzdem, was soll ich mir einen Stich kassieren, nur um irgendwie einen auf Schleier loszuarbeiten? Dann Wachs sammeln. Dann ziehe ich mich kurz an und fertig ist. So. Ich will jetzt auch keine große Nummer hier draus machen. Nur das Brutfeld finden. Und fertig. Ich nehme mal erstmal so am Rand eine raus hier. Weil hier geht nichts. Das sehe ich. Es ist kälter als die letzten Jahre, wo ich zum ersten Mal draußen bin. Aber es ist auch wesentlich früher. Ne? Was haben wir jetzt? Valentinstag. Happy Valentine's Day da draußen. Wir haben den Valentinstag und es ist halt Mitte Februar. Huch! Ja. Materialverlust. Es ist Mitte Februar und das letzte Mal. Mein Gott, was hängt die denn so fest da drin? Ich werd verrückt. So. Ja, das ist einfach gar nichts. Das ist eine verschimmelte Wabe. Die kommt raus. Das letzte Mal, ich habe mir eben noch mal mein Video von 2018 angeschaut. Ich muss mal das Mikro richten. Und da habe ich die Völker tatsächlich erst 18. März, irgendwie sowas Mitte, Ende März geschiedet. Also da ist ordentlich ein Monat noch vergangen. Das ist eine tote Biene. Die sieht noch ganz gut aus. Eine schöne Wabe zum als Starthilfe für irgendwo. Da sind ein paar Tote. Achso, es geht hier wieder um Volk 2. Das kennt ihr ja schon eigentlich über die Jahre. Sind die tot? Die sind tot, ne? Ja, die sind verklammt. Die sind kaputt. Auch eine schöne Wabe. Lege ich mir mal zur Seite. Die ist noch nicht so weit, dass ich die aussortieren müsste. Die war noch nicht dunkel genug, finde ich. Denn die dunklen befinden sich ja auch eigentlich, wenn das so klappt, wie ich das immer haben will, hier. Und hier die hellen. Normalerweise sollte die Brut da sein. Aber wie ich das schon anscheinend raussehe, wird die Brut da sein. Naja. Ah, hier ist Futter drauf. Ja, ein paar Bienchen. Bisschen Futter. Die kommt erstmal hier hin. Ziel Nummer 1 ist es jetzt natürlich erstmal, das Brutfeld zu finden. Finde die Brut. Und hier wird es schon wesentlich voller. Wir kommen hier langsam in den Bereich, wo es interessant wird. Da werden sie auch ein bisschen nervöser. Kann ich euch noch ein bisschen näher ranbringen? Ja, ne? Die Lichtverhältnisse lassen langsam auch nach. Schade, eben war es so schön sonnig. Also hier fängt an, das Volk zu sitzen. Ja, und wichtig ist es jetzt, das ist alles voller Futter. Da wird gefressen. Und da, ich muss die mal abstoßen. Abstoßen ist kein Thema, die gehen alle sofort wieder nach oben. Und mein geschulter Blick zeigt mir, da ist noch nichts. Also auf der Wabe war noch nichts. Und auf der hier, nö. Nö, nö, nö. Nur Bienen. Bienen, 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 Bienen. Das gute kostbare Wachs hier, das kann ich direkt auch in den Topf schmeißen. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, schaut oben rechts die Infokarte. Wachs einschmelzen, bzw. klären, bzw. reinigen, bzw. filtern, bzw. sieben. Nennt es, wie ihr es wollt. Heieiei, da ist schon ein bisschen mehr los. Da müsst ihr jetzt auch langsam, hier muss das Brutfeld sein. Es muss einfach hier sein, weil es kommen nur noch zwei. Das muss da sein. Auch hier werde ich ein bisschen abstoßen. Um den Überblick zu haben. Da ist nichts. Da ist nichts. Kein Ei, nichts. Habe ich jetzt direkt ein Volk gefunden, was keine Königin hat? Natürlich der Knaller als Auftakt, ne? Ah, Freunde, da rutscht einem immer das Herz in die Hose, beziehungsweise kommt auch wieder raus. Da ist es. Richtig klein noch, aber ich darf mich jetzt selbst gerade nicht täuschen. Wir haben Mitte Februar, Freunde. Das ist der erste warme Tag. Deswegen, ich mache hier keine große Show. Ich habe es gefunden. Königin ist da. Brut ist da.
ich habe es gefunden, das ist für mich die Hauptsache. Wir haben keinen März, kein Mitte März, wo die Völker schon handflächengroße Brutfelder haben. Nee, nee. Ja, am Anfang Februar. In München ist noch Schnee. Freunde. Und auch da, na gut, dass ich mir aber den Schleier angezogen habe, die schießen jetzt hoch. Auch da ist schon wieder nichts mehr zu finden. Da wird noch ein bisschen sein. Also sie hat gerade frisch angefangen erst. Beziehungsweise hat sie noch nicht viel getan. Aber gut, das waren eigentlich meine dunklen Waben hier, die ich aussortieren wollte. Die bleiben jetzt drin, denn hier befindet sich das Brutfeld. Und die werden dann dunkle, äußerst dunkle Waben werden dann während des Jahresverlaufes ausgemustert. So, ich mache das so. 1, 2, 3, die gebe ich dir. Beziehungsweise, nö, ich gebe dir, geb ich dir 3 oder gebe ich dir 2? Ich gebe dir 2. Ich kann ja immer wieder reingucken. Ich gebe dir die beiden hier. Also öfter mal was Neues. Normalerweise hätte ich jetzt 3 genommen. Die 3. Aber ich gebe dir jetzt 2. Und 2 Futterwaben. Und das Sheet muss ich noch umsetzen. Warum setzt sich das Volk denn immer dahin, wo ich es nicht haben möchte? Können die nicht einmal hören? Hier ist sogar noch ein bisschen Futter drin, merke ich gerade. Also das haben die nicht komplett leer bekommen. Aber gut, ist so. Dann war es zu kalt schon hinterher. Hier ist Futter ohne Ende. Futter ohne Ende ist hier. So, dann den ganzen Block schiebe ich rüber. An den Eingang. Quatsch, an den Eingang. An die Wand. Futterwabe. Brutwabe. Brutwabe. So. Und jetzt kommt wieder eine Futterwabe. Da nehme ich auch direkt die ausgemusterte. Die sollte ja eigentlich ausgemustert werden, weil sie ja etwas dunkler ist als der Rest. Und dann wird das meine neue Futterwabe. Die ist auch noch voll Futter. So. Und dann kommt das Sheet wieder rein. Mit der Futteröffnung diesmal weg vom Volk, weil keine Futtertaschen mehr, sondern Sheet. Dann hänge ich die anderen Futterwaben, denn das ist ja auch Sinn der Sache, die sollen leer gezogen werden. Die setze ich hier in das Sheet und dann können die noch leer gepumpt werden. Dann kommt hier die, die ist auch noch schön voller Futter. Die kommt auch hier hin. So. Und die Starthilfe hier, diese leere, noch nicht mal ganz ausgebaute, die kommt auch hier rein. So, welche ich jetzt aussortieren werde, das ist die hier. Hier, ne, diese verschimmelte Bude, die kommt weg. So, dann entferne ich hier noch ein bisschen Wildbau. Der eine oder andere wird jetzt wieder mit mir meckern, warum ich denn die Folie drauf habe. Lass doch den B-Space. Der B-Space ist vorhanden. Beziehungsweise machen die sich den eh selber. Ansonsten ist der rechts und links von den Waben vorhanden. Die werden also nicht irgendwie sich eingeengt fühlen, sondern können sich trotzdem frei bewegen. Hier wird auch wieder ein neuer B-Space entstehen. Hier dieser natürliche B-Space, den sich die Damen machen. Aber ich entferne ihn jetzt einfach immer, damit die Folie für mich flach aufliegt. So. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Bei mir bleibt das so. Kommt die Folie auch schon wieder drauf. Und dann war es das auch schon mit dem ersten Volk. Also, Futter, Brut, Brut, Futter, Sheet. Jetzt engt sich das Volk schön auf diesen Bereich hier ein und dann geht es da in den nächsten 2-3 Wochen zur Sache. Gucken wir uns noch eins an. Ich weiß nicht, wie wir zeitlich stehen. Aber ich habe die Kommentare von dem letzten Video gesehen, letztes Jahr. Und da hieß es dann auch, ja, warum hast du nicht nochmal ein Volk gezeigt, damit man so einen Überblick hat. Deswegen, komm, wir schauen noch schnell. Wird das halt ein XXL-Video. Wir schauen noch schnell hier rein zusammen. Ja, da sitzt auch das Volk hier. Etwas von der Futtertasche weg. Das ist jetzt Volk 8. So. Futtertasche, boah, ist alles so steif hier. Futtertasche raus. Ist auch noch ein bisschen was drin. Was haben wir hier? Hier haben wir eine nackte Futterwabe. Das sieht ganz gut aus. Die ist ja noch rappelvoll. Hier ist eine aussortierte. Die will ich auch unbedingt aussortieren, denn die ist schon ziemlich dunkel. Da ist auch nichts drauf. Keine Brut.
Müsste aber so langsam hier der Bereich kommen. Boah, ist die schwer. Ja, da ist sie. Oder? Ja, da ist sie. Fuck. Ja. Das passiert auch mir. Viele werden es jetzt auf die Handschuhe schieben, aber ich habe einfach nur den Halt verloren, weil die doch etwas schwerer war. Könnte ich rausschneiden, lasse ich aber drin für alle Hater da draußen. Also, hier befindet sich das Brutfeld. So, wenn ihr also demnächst Videos bekommt, dass ich hier eine Königin austauschen muss, dann liegt es daran, dass mir die Wabe aus der Hand gerutscht ist und ich eine Königin zerquetscht habe. Aber wie gesagt, ja, ist passiert. Lernen und daraus lernen und die Waben fester zusammengreifen. Da ist es auch Brut. Oh, das ist größer, das Volk. Das hat schon ein bisschen mehr. So, also Brut, Brut. Was haben wir hier? Ist da noch Brut drauf? Da ist auch Brut drauf. Sehr schön. Gefällt mir. Da auf beiden Seiten ist Brut zu sehen. Gefällt. Das heißt, wir haben schon mal drei fette Brutwaben. Schauen wir uns noch die hier an. Das wäre jetzt angenehm, wenn es hier aufhört und hier hört es auf. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Das ist meine Futterwabe. Meine Randwabe. So, dann habe ich hier die drei Brutwaben. Da eine flankierende Futterwabe. Und die zweite, nämlich die hier. Die sieht auch noch schön aus. Das wird meine andere Futterwabe. Die behalte ich im Volk. So. Und die hier kommt dann weg. Die kommt dann hinter das Sheet. So. So. Und so. So. Also nochmal zum Verständnis. Futter, Brot, 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 Futter. Dann das Sheet. Zack. Und die anderen zum Leerziehen. So. Also ich habe gerade nochmal bei der geschaut hier, ob da Brut drauf war. Das ist nicht der Fall, das freut mich, weil die ist pottschwarz. Dann kann ich die nämlich entfernen. So, die Damen, die sich jetzt hier hinterm Sheet befinden, die wandern gleich wieder rüber zum Volk. Da braucht man keine Angst haben, denn irgendwann wird es ihnen da zu kalt. Und dann geht es in die Richtung zu den anderen Damen. Ja, das war's auch schon. Alles repariert, Deckel drauf, fertig. So, schön. So, also wenn ich mich recht entsinne, habe ich so früh, glaube ich, noch nie in die Völker geschaut. Es wird auch jetzt wieder etwas frischer. Das geht jetzt bestimmt wieder runter auf 7 Grad, 6 Grad und in der Nacht auch mal gerne auf 2 Grad oder 1 Grad. Ist aber nicht schlimm, weil das Volk ist entsprechend zusammengerückt und kann sich wärmen. Was ich noch mache, habe ich ja gesagt, ich gebe noch die Starthilfe. Ich schiebe jetzt die Windel rein bei den Völkern. So. Und spreche dann jetzt noch meinen obligatorischen Text auf mein digitales Stockbuch. Stockbuch? Heißt das so? Stockkarte. Stockkarte. Das heißt, da werde ich nur sagen, an Tag 14.02. geschiedet, dieses Volk auf 2 Brutwaben, dieses Volk auf 3 Brutwaben. Joa. Und dann war es das auch schon. Ich mache jetzt noch ratzfatz die anderen, Entschuldigung, 4 Völker. Damit ich alle 6 Völker, ich habe 6 Völker, damit ich alle 6 Völker auf einen Stand habe. Und dann können die sich jetzt erstmal die nächsten 2-3 Wochen schön entwickeln. Ja, und das nächste Video, was hier ansteht auf jeden Fall, ist die Erweiterung natürlich mit der Mittelwand. Aber was rede ich? Das kennt ihr doch alles schon, Freunde. Ja, dann bin ich durch. Freut mich eigentlich, dass ich wieder ein Video drehen konnte, weil ich habe wieder richtig Bock drauf bekommen. Es stehen auch viele Videos dieses Jahr an, auch auf dem Zweitkanal bezüglich der Renovierung. Aber mehr dazu, wenn ihr auf diesem Kanal seid und die Videos entsprechend seht. Abschließend wie immer Daumen hoch für den Support. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Immer wieder interessant. Und lasst ein Follow auf Instagram, um komplett hautnah dabei zu sein. Vielleicht auch beim Skiurlaub, der übermorgen ansteht. Man weiß es nicht. Jo, ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video.